ich bin Referentin der politischen Bildung freiberuflich, bin Trainerin und Moderatorin. Ich arbeite im Bereich, ganz viel im Bereich Demokratiebildung und im Bereich Antidiskriminierung und Extremismusprävention. Es hat damit angefangen, dass ich in einer Gesellschaft groß geworden bin, in der quasi Interagieren ja normal ist. Dann bin ich Frau, habe Zuwanderungsgeschichte und durchaus waren das immer wieder Dinge, die mich dazu gebracht haben, dass ich mich darum kümmern musste, zu fragen und zu hinterfragen, warum ist das so in dieser Gesellschaft, womit man relativ schnell in politischen Spektren war. Also weil dann vielleicht auch das eine oder andere Mal nicht so angenehm war, wenn man das hinterfragt hat und man dann schauen musste, okay, wie gehe ich jetzt vor, damit sich die Situation für die Gruppe, zu der ich dazugehöre, verbessert. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mich die Grünen schon 2014 bei der Gemeinderatswahl gefragt haben, ob ich mitkandidieren möchte. Damals wollte ich noch nicht. Fand den Integrationsrat besser für mich, weil auch Integrationspolitik insgesamt mich sehr interessiert. Der Integrationsrat berät die Stadtverwaltung, den Gemeinderat und aber auch die Bevölkerung natürlich in allen integrationspolitischen Themen. Und du hast natürlich auch dadurch, dass du nicht rein gewählt wirst, sondern dadurch, dass du dich rein bewirbst, kein Stimmrecht, aber du hast Rede-, Antrags- und Anhörungsrecht in diesem Gremium. Ich wollte mehr mitgestalten. Also ich wollte ganz klar auch ein Stimmrecht haben. Es war mir einfach wichtig, dass ich dann auch quasi die Hand heben kann für oder gegen etwas, was halt im Integrationsrat einfach de facto nicht geht. Wir haben tatsächlich dieses Jahr bei der Kommunalwahl, also zufällig, auch genau 50-50, also 20 Frauen, 20 Männer reingewählt. Sehr schön, da freue ich mich natürlich. Aber es ist schon so, dass ich fand früher, also als es noch nicht 2020 war, jetzt kann ich noch kein Urteil darüber abgeben, weil ich muss noch so ein bisschen Erfahrung sammeln, wie ist es jetzt mit dem neuen Gemeinderat. Aber früher waren es schon mehr Männer. Und die waren natürlich auch präsenter dann. Die hatten definitiv mehr Redeanteile. Und ich habe mich schon auch manchmal daran gestört, wenn die angefangen haben zu murmeln, wenn irgendwie eine Gemeinderätin angefangen hat zu sprechen. Aber damals war ich noch Integrationsrätin. Aber ich habe mich da schon auch dran durchaus stören können. Es macht Spaß. Es ist abartig viel Arbeit. Es ist so eine, ich meine, es ist ein Ehrenamt. Aber ich würde sagen, es ist schon sowas wie eine 50%-Stelle. Weil man ist einfach beschäftigt, insbesondere wenn man Dienstneuere ist. Ich glaube, wenn man mal Diensterfahrener ist, dann wird es schon auch anders. Aber am Anfang, insbesondere wenn man zwei Querschnittsthemen hat wie ich, Frauenpolitik und Integrationspolitik, und nicht sagen kann, gut, also ich höre jetzt mal in dem Bereich auf, sondern alles spielt da mit rein, bis man da mal überhaupt so ein Feeling und Handling bekommen hat, ja, das ist schon aufwendig. KUBIS und im Verwaltungsausschuss. Kulturbildung und Soziales deshalb, weil ich selbst auch als Kulturschaffende aus der Ecke komme, Bildungspolitik für mich quasi der Schlüssel zu allem ist. Und Verwaltungsausschuss, ganz einfach, da ist die Stabsstelle für Gleichstellung und Integration angeschlossen. Es ist halt zudem so, dass im Verwaltungsausschuss einfach auch quasi die ganzen finanziellen Entscheidungen getroffen werden. Es ist ein Druck, ja. Man hat permanent im Kopf eine Liste und versucht, verschiedene Positionen klarzustellen, zu verstehen, nachzuvollziehen, Kontroversen aufzumachen, weil man einfach denkt, okay, es gibt meine Wahrnehmung, es gibt andere Wahrnehmungen. Wie kriege ich das unter einen Hut, eine Pro- und Kontraliste machen und sich dann überlegen, wie kann ich jetzt Entscheidungen treffen? Wo ich das Gefühl habe, dass ich in diesem Entscheidungskonsens am meisten Menschen mitnehmen kann. Und auch am meisten Lebensrealitäten, Wahrnehmungen, Situationen oder Ähnliches. Ich glaube, die Stimmenkönigin, das kam durch verschiedene Faktoren zusammen. Erstens war ich auf dem ersten Listenplatz der Grünen. Ja? Wir haben ja strikte Quotierung, es fängt immer mit einer Frau an. Und dann kam natürlich noch hinzu, dass ich einfach schon seit
15, 16 Jahren hier in Tübingen auch Kulturschaffende bin und auch Gaststätte hatte und insgesamt einfach viel gestaltet habe. Ich kenne einfach schon echt viele Menschen in Tübingen. Es waren so verschiedene Faktoren, die darauf eingewirkt haben. Aber ja, es stimmt und es gab es auch noch nie. Also ich glaube, es hatte noch nie jemand so viel Stimmen wie ich in der Region. Das ist cool. Aber auch Verantwortung.